Herzlich willkommen zum letzten Vortrag des heutigen Tages in dieser Veranstaltungsreihe. Und ich bin total froh und glücklich, dass trotz der späten Stunde so viele Menschen sich für dieses Thema interessieren. Und ich versuche es dann auch so unterhaltsam wie möglich zu gestalten, damit sie den letzten Rest an Energie noch mit Leichtigkeit aus sich rauskitzeln können. Jeder braucht zur Teilnahme, also wenn er jedenfalls hier was gewinnen will, eins von diesen Formularen und einen Stift. Nicht gleich am Anfang, aber relativ bald machen wir ein paar Tests, wo Sie ausprobieren können, wie gut Ihre Fähigkeiten, Mimik zu erkennen, entwickelt sind. Jetzt steigen wir aber erstmal in die Basics ein. Mit diesem Bild hier erkläre ich, wie Konfliktklärung funktioniert. Da sind zwei Kinder, die streiten sich um eine Orange. Dann kommen sie zu ihrem Erziehungsberechtigten und bitten ihn, eine Entscheidung zu treffen. Und der Vater hat folgende weltbewegende Idee. Er teilt die Orange in zwei Hälften und gibt jedem Kind eine davon und erntet dafür alles andere als Begeisterung. Und mit diesem Gleichnis kann man erklären, wie Konfliktklärung am besten funktioniert. Wenn er nämlich gefragt hätte, die Kinder, was braucht ihr, dann hätte das eine Kind gesagt, ich würde gerne Orangensaft trinken, und das andere Kind hätte gesagt, ich möchte einen Kuchen backen und dafür brauche ich die Schale der Orange. Und da hätte es eine viel bessere Lösung als die Hälfte-Hälfte-Lösung gegeben. Jetzt kann man eine Mediationsausbildung bei mir belegen. Kommen Sie einfach nachher, füllen Sie ein Formular aus und Sie sind mit dabei. Es geht aber auch ein bisschen kürzer, wenn man nämlich lernt, ins Gesicht zu gucken. Und jetzt wiederhole ich die gleichen Bilder nochmal. Und dann sieht man im ersten Augenblick Ärger in den beiden Gesichtern. Im zweiten Bild verstärkt sich der Ärger nochmal. Soweit erstmal alles klar. Im dritten Bild nimmt der Vater das Küchenmesser und jetzt sieht er in den Gesichtern Überraschung. Und was müsste er sehen, wenn das eine gute Lösung wäre? Ja, Lächeln, Freude. Genau, Lächeln, Freude. Und wir nennen das in der Mimikresonanz sich anbahnende Freude, weil das Ereignis wäre dann noch nicht passiert, aber es bahnt sich an. Na, das passiert hier nicht. Und was wir jetzt sehen, ist Trauer in dem einen Gesicht und ganz starken Ärger in dem anderen Gesicht und beim Vater selber Überraschung. Und diese Mimiken, die lassen sich wissenschaftlich kodieren. Also das ist kein Bauchgefühl, auch kein Hexenwerk, sondern dafür gibt es Muskelgruppen, die sich bewegen, die mit Ziffern benannt werden können und die dann eindeutige Gefühlsbilder abgeben, die jetzt auch in der Industrie, zum Beispiel bei den Autos, die den Fahrer am Gesicht ansehen, wie er gerade drauf ist, benutzt werden. Und dieses System heißt FACS, das Facial Action Coding System, also Gesichtsbewegungskodierungssystem. Das haben zwei Amerikaner, Paul Ekman und Wallace Friesen, in den 70er Jahren entdeckt. Geben Sie das mal bei Google ein oder bei YouTube, da finden Sie Videos, wie die das damals gemacht haben. Die haben sich Nadeln ins Gesicht gesteckt, um zu gucken, wie bewegen sich die Muskeln. Die haben mit Chirurgen zusammengearbeitet und nachher dieses System entwickelt, das heute weltweit Standard ist. Hier sehen Sie die ganzen relevanten Muskelbewegungen mit ihren Ziffern. Das System beschreibt 44 Bewegungseinheiten der Gesichtsmuskeln, die dann 7 Basisemotionen formen. Und damals wurde das in 5 Ausdrucksstärken dann nochmal klassifiziert. Hier sehen Sie die Basisemotionen und ich bitte Sie jetzt mal laut zu raten, was das ist. Ärger, richtig. Trauer. Ekel. Freude, Angst, das ist die sogenannte Baseline. Man kann ein Gesicht immer nur in Abweichung von dem neutralen Zustand interpretieren. Also das ist der neutrale Zustand, dann Überraschung, das ist Verachtung. Na, im Fachchinesisch Verachtung. So, und jetzt zeige ich Ihnen das System mal an einem Prototypen. Das ist der Prototyp von Ärger. Der wird hier in dieser Klassifizierung durch 4 Bewegungen beschrieben. Die Action Unit 4, Augenbrauen nach unten und zusammengezogen. Ne? Die Action Unit 5, die oberen Augenlider hochgezogen. Das ist der sogenannte stechende Blick. In echt bemerken Sie das sofort, den Unterschied, wenn der stechende Blick einsetzt oder eben nicht. Dann die unteren Augenlider angezogen, das ist die Action Unit 7. Und wenn die Lippen zusammengepresst werden, die Action Unit 24. Das ist ein Prototyp. So, und
der sieht bei jedem Menschen ähnlich aus. Die Bewegungen sind bei allen die gleichen. Aber weil die Baseline, also die Grundphysiognomie von jedem Gesicht unterschiedlich ist, sind dann die Ausformungen ein bisschen anders. Bei mir gehen die Mundwinkel eher runter, hier sind sie relativ gerade, etc. pp. Aber gepresst sind sie überall. Dasselbe bei Ekel, dasselbe bei Freude. Universelle Emotionen. So, wie funktioniert das Verstehen von Mimik? Das wird trainiert von der Geburt an über Spiegelneuronen. Hier sehen Sie Mutter und Kind in der Interaktion. Das ist das beste Training. Also wenn Sie selber Kinder haben oder Enkelkinder, machen Sie das mit denen von morgens bis früh. Spiegeln von Emotionen. Darüber lernen Kinder im vorsprachlichen Bereich zu verstehen, was der andere von mir will. So, und dann gibt es das sogenannte Facial Feedback. Das heißt, die Mimik hat eine direkte Verdrahtung zur Amygdala. Alles, was sich in Ihrer Amygdala, also im Stammhirn, abspielt, das sind die ganz grundsätzlichen Empfindungen, zeigen Sie sofort in Ihrer Mimik, in Bruchteilen von einer Sekunde. Die schlechte Nachricht ist, es ist nicht zu unterdrücken. Das ist eine Autobahn. Die gute Nachricht ist, das hilft Ihnen natürlich auch, andere zu verstehen. Ja? Übrigens funktioniert dieser Kanal auch umgekehrt. Wenn Sie einen Bleistift zwischen die Zähne stecken und dauerhaft lächeln, wirkt sich das positiv auf Ihre Stimmung ein. Und tatsächlich, so arbeiten auch Psychologen mit Spitzensportlern. Und jetzt bereiten wir den ersten Test vor. Wir fangen ganz einfach an. Die Bewegung dauert 100 Millisekunden. Also das ist noch der vorbewusste Bereich. Also wo wir unsere eigenen Emotionen noch gar nicht registrieren. 100 Millisekunden, und dort wird jetzt in dem Kasten, wenn alles gut funktioniert, ein Wort aufleuchten und Sie sprechen bitte laut aus, was Sie lesen. Emotion. Warum können Sie innerhalb von 100 Millisekunden ein Wort erkennen? Weil Sie das 10.000 Stunden trainiert haben. In dem Bereich sind Sie exzellent. Jetzt Test Nummer 2. Ich zähle bis 3, das Wort wechselt und Sie sagen mir, was da steht. 1, 2, 3. Die meisten von Ihnen wissen es nicht. Diejenigen, die Russisch an der Schule hatten oder entsprechenden Hintergrund haben, wissen, das war in Kirillisch das Wort Emotion. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, okay, Sie haben das Wort nicht verstanden, aber wie viele Buchstaben waren es? Nicht mal das wissen Sie, weil es zu schnell geht. Das haben Sie nicht trainiert, Buchstaben zu zählen. Und jetzt probieren wir genau dasselbe aus mit Mimik. Und dafür brauchen Sie Ihr Formular. Diejenigen, die noch kein Formular haben, aber im Wettbewerb mit machen wollen, den lege ich hier hinten noch mal ein paar Formulare hin. Geben Sie doch mal bitte eins durch. Also die mitmachen wollen, nehmen sich ein Formular und jetzt nehmen Sie bitte die Seite Vorbereitung zum Selbsttest Basisemotionen. Ich werde Ihnen jetzt 7 Bilder zeigen, die jeweils eine Basisemotion präsentieren. Die Menschen auf den Bildern verändern ganz kurz mal ihr Gesicht und zeigen eine Emotion. Und dann schreiben Sie auf Ihren Zettel bitte das, was Sie da sehen. Okay? Sind Sie einsatzbereit? Dann geht's jetzt los. 1, 2, 3. Na, das war schwerer als Lesen, aber das ist einfach so. Lesen trainieren Sie die ganze Zeit. Mimik haben Sie vielleicht noch an keinem einzigen Training teilgenommen. Kommen wir zum Bild Nummer 2. 1, 2, 3. Oh, da habe ich einen gesehen, der ist fortgeschritten, ohne es vielleicht zu wissen. Sie sind das. Was Sie nämlich gemacht haben, ohne es zu bemerken, ist, Sie haben nachgemacht, was Sie gesehen haben, bevor Sie aufgeschrieben haben. Sie haben ganz kurz, und das funktioniert, das sind Spiegelneurone. Okay, kommen wir zum dritten Bild. 1, 2, 3. Bei dem Bild habe ich große Entschlossenheit bei Ihnen gesehen. Bild Nummer 4. 1, 2, 3. Das war einfach. Dafür wird es jetzt schon wieder ambitioniert. Sind Sie einsatzklar? 1, 2, 3. Was war das? Gleich kommt die Auflösung. Und das letzte Bild, das vorletzte Bild, Nummer 6. 1, 2, 3.
So, abgucken würde ich total von abraten. Neben Ihnen, das sind genauso Amateure, eventuell, wie Sie vielleicht sich selbst unsicher fühlen. Und jetzt kommt das siebte Bild. Eins, zwei, drei. Und dann kommt die Auflösung. Und bei der Auflösung haben Sie jetzt folgende Aufgabe. Alle, die Sie richtig haben, dick umkringeln und dann daneben die Zahl Ihrer Richtigen zu schreiben. So, dann möchte ich mal wissen, gibt es jemand, der null Richtige hat? Jemand, der einen Richtigen hat? Okay, er ist eigentlich der eigentliche Gewinner der Veranstaltung, weil er hat ja das maximale Lernpotenzial. Er kann sich ja explosiv verbessern. Wer hat zwei Richtige? Drei Richtige? Vier Richtige? Das ist ein guter Kurs. Fünf Richtige? Ja, das ist so ungefähr der Höhepunkt der Welle. Sechs Richtige? Und jetzt sieben Richtige. Okay, das sind die, die das gelbe Trikot tragen. Wir haben ja noch die zweite Runde unserer Tour und am Ende ermitteln wir den Gesamtsieger. Der erste, der sich damit beschäftigt hat, war Charles Darwin. Er hat ein Buch geschrieben, 1877, der Ausdruck der Bemühtsbewegung bei den Menschen und den Tieren. Das ist kein Rechtschreibfehler, damals schrieb man das so. Und dieses Buch ist im Gegensatz zu den anderen Werken von Charles Darwin weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Psychologie hat sich nicht intensiv damit beschäftigt. Erst in den 50er Jahren hat Paul Ekman im Rahmen von Militärforschung das Thema wieder aufgegriffen. Und Paul Ekman ist auch derjenige, der die Universalität von Emotionen bewiesen hat. In den 60er Jahren haben zwei amerikanische Wissenschaftler entdeckt, dass es Mikroexpressionen gibt. Das sind die, mit denen wir hier zu tun haben, also Gesichtsausdrücke, die weniger als 500 Millisekunden dauern. Die Mikroexpressionen, das sind die besonders spannenden, weil das sind die im vorbewussten Bereich. Das sind die, an denen wir Lügen erkennen können beispielsweise. Und vor wenigen Jahren ist durch die Sendung Lie to Me das Thema richtig durch die Decke gegangen. Lie to Me wurde beraten von Paul Ekman. Und ich empfehle Ihnen allerwärmstens, die erste Staffel anzuschauen. Dort wird systematisch erklärt, wie Mimikresonanz in der Praxis funktioniert. Das ist Edutainment vom Allerfeinsten. Jetzt ist erschienen vor, also ich glaube 2013, das Buch Mimikresonanz von Dirk Eilert. Und das Tolle an diesem Buch ist, der Paul Ekman hat es nie geschafft, didaktisch massenwirksam zu werden. Also seine Fachbücher sind schwer lesbar, super interessant, aber eben schwer lesbar und enthalten nur wenige Bilder. Der Dirk Eilert hat ein System bekannt gemacht mit ganz vielen Bildern, mit ganz leichten Erklärungen, das sowohl ganz in die Tiefe geht, aber auch leicht verständlich ist. Ich habe es dreimal gelesen und bin nach wie vor jeden Tag begeistert von dem, was das in meinem Leben verändert hat. Was trainiert man da? Das Erste ist, man trainiert Gesichtsbewegung zu erkennen. Das ist aber nicht alles. Also erstmal muss man sehen, dass sich innerhalb von 500 Millisekunden etwas bewegt. Das Zweite ist Körperhaltung und Gesten und das Dritte ist der Sprechstil. Und gucken wir uns das Bild mal in der Vergrößerung an. Die obere Hälfte zeigt Trauer. Die untere Hälfte zeigt Angst. Und in diesem Bild ist ein Täuschungsversuch enthalten. Denn die Person, also die weibliche Hauptdarstellerin, weint dabei. Der Zuhörer ist aber irritiert, weil sie zwei komplett unterschiedliche Emotionen zeigt und achtet jetzt auf die Stimme. Die Stimme wird schneller und geht nach oben. Was bedeutet das? Ist das Trauer oder ist das Angst? Das ist Angst. Bei Trauer wird die Stimme langsamer und geht nach unten. Wenn die Person aber dabei weint, ist das eine Täuschung. Und wenn Sie den jetzt darauf ansprechen, hast du irgendwo vor Angst, das ist eine reale Situation, die ist wirklich passiert. Die Person hat in der Sekunde aufgehört zu weinen und hat erklärt, wovor sie Angst hat, nämlich vor einem großen finanziellen Schaden. Das sind die Vorteile von Mimikresonanz. Sie können Dialoge, Empathieprozesse wesentlich verkürzen, indem Sie einfach hingucken. Und ich nenne das eine verborgene Inkongruenz. Inkongruenz sind fehlende Übereinstimmung und gleich zeige ich noch typische offene Inkongruenzen aus Meetingsituationen. Na, das wäre nämlich so eine. Die Teilnehmerin rechts zeigt Anspannung,
Der Teilnehmer hier zeigt Verachtung. Der dritte Teilnehmer zeigt einfach nur Nachdenklichkeit. Und was zeigt die vierte? Desinteresse. Was glaubst du? Desinteresse. 90% der Teilnehmer sagen Desinteresse. Und hier ist ein typischer Fehler der Mimikresonanz, der Mimikdeutung kommt hier zum Tragen. Sie zeigt überhaupt nichts und wir interpretieren ihre Körperhaltung als Desinteresse. Jetzt kann aber sein, dass der Trainer zu ihr gerade gesagt hat, oder der Vorgesetzte zu ihr gesagt hat, schauen Sie nochmal, ob Raum 423 frei ist, und sie wendet sich ab. Warum? Weil sie verhindern will, dass die ganze Gruppe sich mit der Raumsuche beschäftigt. Dann wäre das nicht Desinteresse, sondern reine Empathie. Also erstmal ins Gesicht gucken, ob man was erkennen kann. Jetzt sagt sie, ach wie schön, zu dem Vorschlag. Das ist eine offensichtliche Inkongruenz, denn sie sieht nicht aus, als ob sie irgendetwas schön findet, sondern sieht aus, als wenn ihr das wirklich was ausmacht. Wir benutzen das Training der Mimikresonanz insbesondere bei indirekten Gefühlsäußerungen. Die kennen Sie aus Meetings. Da klopft einer auf die Tischplatte, da rümpft einer die Nase, da guckt einer ganz kurz verärgert oder da guckt jemand anderen an. Wir lernen das anzusprechen. Also in diesem Fall macht er ihr einen Verhaltensvorschlag. Was glauben Sie, was sie rechts gerade empfindet? Perfekt, das ist Ekel. Und sie denkt, sowas würde ich nie tun. Jetzt kann er darüber hinweggehen oder er spricht es an und sagt, oh, das wäre eher nicht die Art, wie Sie es machen würden. Was wäre Ihre Idee? Und schon ist er in der Verbindung. Aber das muss man sich erstmal trauen. Und dafür muss man trainiert haben, hinzugucken. Jetzt im Führungsalltag. Man lernt, Konflikte anzusprechen, die im Raum sind. In Mitarbeitergesprächen angemessen auf Emotionen einzugehen. Und zwar bevor der Mitarbeiter am Boden liegt und weint. Neues Personal besser einzuschätzen, wenn sie Anweisungen geben. Wie reagiert die Person? Stimmung im Gesamtteam wahrzunehmen. Oder, sehr wichtig, verborgene Themen, die im Raum sind, angemessen anzusprechen. Hier ein Beispiel für eine Störung. Der Kollege hier ganz rechts zeigt Ärger, offensichtlich, ne? Er zeigt Freude. Sie zeigt, gut dazugelernt, das ist der neutrale Gesichtsausdruck, ne? Und jetzt macht der Vorgesetzte, stellt er eine Frage, nämlich, haben Sie dazu noch Fragen? Wenn die beiden jetzt sagen, nein, dann hat der Vorgesetzte ein Problem. Weil er macht auf keinen Fall mit, so wie er es sich wünscht. Also würde ich dann in dem Fall keine Frage stellen, sondern ich würde es direkt zum Thema machen. Auch in einer großen Gruppe mit 40 Leuten würde ich fragen, ich sehe bei Ihnen, da sind noch Vorbehalte. Man muss ja nicht sagen gleich, ich sehe, Sie sind stinksauer. Also wenn es vielleicht gerade nicht passt, auch in der Hierarchieebene, aber kann es sein, dass bei Ihnen noch Vorbehalte sind? Man gibt den anderen die Möglichkeit zu reagieren. Na, ich sehe bei Ihnen Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Wichtig ist, dass er beide im Blick hat, denn wenn er so guckt, also so einen Ärger empfindet und er so demonstrativ lacht, würde ich vielleicht auch ihn ansprechen, weil das ist nicht die Freude, die ich erwartet habe, sondern das ist ein bisschen mehr Freude und da würde ich wissen, was da gerade in dem vorgeht. So, wo wir gerade beim Thema Freude sind. Sie alle kennen das, dass jemand Sie anlächelt, zum Beispiel hier im Gespräch an einem Messestand, beim Vorstellungsgespräch, in einem Meeting. Wenn Sie jemanden einen Verhaltensvorschlag gemacht haben oder über Geld reden. Woher wissen Sie, ob der andere das ernst meint oder ob der sich einfach nur durch ein Lächeln aus der Situation rauswinden will? Dazu machen wir jetzt den zweiten Test. Dafür bitte ich, Ihr Formular umzudrehen. Auf die Seite Vorbereitung auf den Selbsttest Freude. Diesmal erhalten Sie die dreifache Zeit hinzugucken. Wir machen den Test mit 300 Millisekunden, weil der ist ungleich schwerer. Erstmal erkläre ich Ihnen aber, woran Sie es überhaupt erkennen können. Woran Sie es nicht erkennen können, ist die Mundbewegung. Denn mit dem Mund zu täuschen ist ganz einfach. Einfach nur die Mundwinkel hochziehen. Dann sagen viele, ja, ich weiß, woran man es erkennen kann, an den Lachfältchen. Da ist in gewissem Sinne etwas Wahres dran, aber es verbirgt auch eine Falle, denn bei diesem Gesicht, ich nehme mal vorweg, das ist ein soziales Lächeln, werden die Wangenmuskeln so extrem hochgedrückt, dass auch hier sich Fältchen bilden. Das sind aber nicht die Fältchen, die wir sehen wollen bei echter Freude.
Bei ihr passiert was völlig anderes. Nicht die Wangenmuskeln drücken hoch, sondern der Augenmuskelring kontrahiert. Und weil der Augenmuskelring nach außen kontrolliert, bilden sich hier auch Fältchen. Das Entscheidende aber, woran Sie es nur eindeutig erkennen können, ist die Augendeckfalte. Die Augendeckfalte ist das, was Sie berühren, wenn Sie zwischen der Augenbraue und dem oberen Augenlid den Finger auflegen. Hier oben, über diesem Knochen, das ist die Augendeckfalte. Ja? Und die senkt sich hier in dem Bild leicht ab. Das ist das echte Lächeln. Und das probieren wir jetzt aus mit 5 Bildern. Und Sie machen bitte Ihr Kreuz entweder bei soziales Lächeln oder bei echt erlebte Freude. Sind Sie startklar? Dann zähle ich bis 3 und dann kommt die erste Veränderung. 1, 2, 3. Meint er es ernst mit Ihnen oder meint er es nicht ernst? So, jetzt führe ich Ihnen einen Effekt vor. Wenn man ihn jetzt so anguckt, also ein Standbild, ist er doch eigentlich recht sympathisch, oder? Sieht doch überzeugend aus. Wenn Sie aber jetzt auf die Bewegung achten, sehen Sie, dass die Augendeckfalte wie Beton festklebt. Das ist ein soziales Lächeln. Machen Sie einen Kringel drum, wenn Sie es richtig hatten. Bitte. Und jetzt kommt das Zweite. Ich zähle bis 3. 1, 2, 3. Jeder nur ein Kreuz. Und dann gucken wir uns wieder das Standbild an. Und nochmal in der Veränderung. Hier ist ein ganz deutliches Absenken der Augendeckfalte. Das ist ein echtes Lächeln. Der meint es ernst mit Ihnen. Kommen wir zum dritten Bild. 1, 2, 3. Der hat gerade gesagt, dieser Wagen hat nur einen Vorbesitzer. Und jetzt gucken wir uns das nochmal langsam an. Keine Bewegung, der Wagen ist eine alte Schrottkarre. Bild Nummer 4. 1, 2, 3. Gut, wir gucken uns das auch in der Bewegung an und keine Bewegung, ein soziales Lächeln. Bitte machen Sie Ihren Kringel, wenn Sie es richtig hatten. Oh, ich sehe schon Frustration. Und jetzt kommt das schwierigste Bild von allen. Warum? Weil die Teilnehmerin sehr jung ist und die hat noch ein ganz glattes Gesicht und mit der Fältchenbildung ist es noch anders und außerdem hat die ein überragendes Lächeln. Und jetzt achten Sie mal bitte drauf, auf die Augen. 1, 2, 3. Das war schwer, oder? Sobald jemand die Zähne zeigt, ist es total schwierig, sich auf die Augen zu konzentrieren. In diesem Fall aber gibt es auch nur eins, was wirklich einen eindeutigen Hinweis liefert. Diese Narbe. Hier ist eine Narbe. Und wenn Sie jetzt das Bild in der Bewegung angucken, sehen Sie, wie die runtergeht und der Augenmuskelring hier wie gemalt kontrahiert. Ja? Das ist ein echtes... Das war ein Software... Das ist ein echtes Lächeln. Ignorieren Sie bitte, was da steht. Das ist ein echtes Lächeln. Das war kein Softwarefehler, das habe ich falsch da reingebastelt. Das ist ein echtes Lächeln. Und jetzt gucken wir mal, wer hatte 0 Richtige? Wer hatte einen Richtigen? 2 Richtige? 3 Richtige, ja, das ist die Mehrheit. 4 Richtige, nee, das ist die Mehrheit. 5 Richtige, boah, ich staune, Köln ganz vorne. Also das ist überdurchschnittlich. Jetzt zählen Sie bitte Blatt 1 und Blatt 2 zusammen und da gibt es die Preise. Hätte ich nachher sagen sollen. Also maximal kann man 14 Punkte erreicht haben. Wer hat denn 14? Also Vorderseite und Rückseite sind 5. Plus 7, sind 12, Entschuldigung, 12. Wer hat 14? Okay, wer hat's? Ich will nur die Preise behalten.
Wer hat 12 Richtige? Wer hat 11 Richtige? 2 Champions haben wir hier. Applaus für euch beide. Ihr kriegt jeweils 2 Dosen Empathie in hohen Dosen, steht hier drauf, ja? Für Freund oder Freundin? Ne? Partner oder Partnerin oder wenn Solo unterwegs sind, ihr findet hier heute bestimmt noch nette Leute, mit denen ihr anstoßen könnt. Da ist Prosecco drin. Gut, nochmal einen kurzen Exkurs. Sie sind ja aus Unternehmen. Was bringt das jetzt für ein Unternehmen, das zu trainieren? In diesem Fall echte Freude von einem sozialen Lächeln unterscheiden, zum Beispiel Bereitschaft zu echter Beteiligung erspüren, wenn Sie dem Team einen Vorschlag gemacht haben. Reaktionen auf finanzielle Angebote richtig einschätzen, auch da hat das Lächeln Aussagekraft. So, und natürlich Störungen erkennen und ansprechen, denn auch ausbleibende Signale sind Signale. Also wenn Sie denken, Sie haben gerade einen guten Vorschlag gemacht und der andere lächelt eben nicht, auch das ist ein entscheidendes Signal. So, Abschlussrede. Wenn Sie jetzt hier rausgehen und anfangen, Mimiken zu interpretieren, vermeiden Sie bitte den Fehler des Othello. Othello ist ein Held aus einem Shakespeare-Drama und er war ein Fürst und hat eine junge Frau geheiratet. Wunderschön, und das wurde ihm am Hof geneidet. Und dann wurden Intrigen gesponnen und Gerüchte in die Welt gesetzt. Und das Top-Gerücht war, dass seine Frau Desdemona ein Verhältnis zu seinem besten Freund und Feldherrn hat. Und der Othello ist dann auf die Idee gekommen, ich frage sie einfach, ich stelle sie zur Rede, sprich sie darauf an, hast du ein Verhältnis mit meinem besten Freund? Und ihr bricht schlagartig der Schweiß aus. Und das hat der Othello als Schuldeingeständnis interpretiert und hat sie getötet. Kurze Zeit danach kam heraus, dass er Opfer einer Intrige geworden ist und dass sie diesen Schweißausbruch, diese Angst gezeigt hat, weil sie nicht wusste, wie sie ihre Unschuld beweisen soll. Wie soll man denn seine Unschuld beweisen? Und daraufhin war der gute Othello so traurig und verbittert, dass er sich selbst auch noch getötet hat. Und damit ihn so ein Schicksal erspart, beachten Sie bitte den Mimikresonanzgrundsatz. Mimik verrät nicht, warum ein Gefühl auftritt. Wir wissen nur, dass ein Gefühl auftritt. Und schauen wir uns das Bild mal an. Was wir da sehen bei der Mitarbeiterin links, ist ganz klar Ärger. Und jetzt könnte er ja denken, sie ist mit meinem Projektplan unzufrieden und anfangen nochmal den Projektplan zu begründen. Dann wäre es ein Sachkonflikt. Und der Ausgangspunkt ihrer Ärger wäre fehlende Zielerreichung. In Wirklichkeit denkt sie, aber vor 3 Monaten habe ich genau das vorgeschlagen und er hat es abgelehnt. Und das ist kein Sachkonflikt, sondern ein Beziehungskonflikt. Ne? Und da geht es um das Thema Wertschätzung, Effizienz und Gerechtigkeit. Beide Themen müssten völlig unterschiedlich behandelt und geklärt werden. Ja, und wie schützt man sich vor dem Fehler des Othello? Wenn man Mimikresonanz trainiert hat und das anspricht, bucht man noch ein Seminar dazu für gewaltfreie Kommunikation oder was Ähnliches. Und da lernt man nämlich empathische Spekulation. Und empathische Spekulation bedeutet, dass Sie nicht sagen, wie geht es Ihnen gerade, darauf haben die meisten Menschen keine Antwort. Die sagen gut, schlecht oder erzählen was von Ihrem neuen BMW. Man sagt auch nicht, Sie sind mit dem Projektplan unzufrieden. Das nenne ich empathischen Imperialismus. Also ich weiß besser als Sie, was Sache ist. Sondern, drittens, man spricht es an auf der Spiegelneuronenebene, sind Sie verärgert? Was hat Ihre Unzufriedenheit ausgelöst? Wenn er nicht verärgert wäre, würde er mich in dem Augenblick korrigieren, aber eben auch auf der Gefühlsebene und ich würde erfahren, was wirklich mit ihm los ist. Und das ist es ja, worum es mir geht, in den Dialog zu kommen, um über gute Lösungen verhandeln zu können. Wenn das Thema Sie neugierig gemacht hat, wenn ich Sie von dem Nutzen überzeugen konnte oder auch wenn Sie den Vortrag einfach nur als PDF nochmal nachlesen wollen, dann kommen Sie doch bitte zu mir und meiner Assistentin Gina an den Stand rechts um die Ecke. Wir zeigen Ihnen die Arbeitsmaterialien, mit denen wir arbeiten, die dürfen Sie dann auch mitnehmen. Ich kann Sie auch informieren, wie so ein 2-tägiges Training aufgebaut ist, was man dann alles darf, mit der ganzen Software arbeiten, etc. pp. Ich danke Ihnen nochmal, dass Sie um 5:30
an dem Messetag so zahlreich hier erschienen sind und freue mich auf ein Wiedersehen bei anderer Gelegenheit. Mir hat die Präsentation sehr gut gefallen, weil wir uns tatsächlich letzte Woche im Unternehmen gefragt haben, ist Empathie erlernbar? Und eigentlich zu dem Schluss gekommen sind, dass es das nicht ist. Ich nehme mit, dass das ein Thema ist, wo man wirklich seine Führungskräfte schulen kann, sich selber schulen, Mitarbeiter schulen, um da einfach eine bessere Gesprächsbasis für alle Kollegen untereinander zu haben.